Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu dem Herr der Ringe Schlacht mit Level 2 Aufstieg des Hexenkönigs Community Clash. Ich hoffe, man kann mich relativ gut verstehen. Ich rufe jetzt auch da gleich die Leute an. Genau. Das wird jetzt alles sehr interessant. Hallo. 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 Servus. Hi. Hi. Sehr schön. Sind schon alle da? Jupp, sieht sehr gut aus. Freut mich. So, jetzt muss ich überlegen, was muss ich jetzt alles machen? Wie geht's euch überhaupt? Gut. Gut. Ja. Tangeln musst du starten. Ja, genau. Tangle starten, dann da rein, dann später das Spiel starten, blub, blub, blub. Den ganzen anderen Kram noch öffnen. So. Und schauen wir mal. Genau. Das schaut doch alles ganz, ganz gut aus. Okay. Das klicken wir weg. Was? Ah, jetzt. Nee. Doch? Nein, doch. So, jetzt bin ich drin. Sehr schön. Tangle. Ja, ich komme jetzt. Ach so. Ah, ich sehe dich. Sehr schön. Ich sehe dich auch. Gut, gut. Auf welchem Tangle-Server seid ihr? Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, da wo Genau. 255 Plätze frei sind. Jupp. Okay, also den anderen Kram haben wir schon besprochen. Das heißt, es würde so ausschauen, dass der gute Henrik im Angriff spielt und der gute Geomongo in der Verteidigung. So würde es aussehen. Okay. Was machen wir als erstes? Das ist euch freigestellt, wie ihr möchtet. Wie letztes Mal ist mir egal. Der Geomongo hat auch noch eine Stimme. Ja, mir ist es auch egal. Ja gut, dann darf ich entscheiden. Sehr schön. Ja, oder eine Münze werfen. Ach ja, nee, dann entscheide ich lieber. Was haben wir denn? Was spielen wir denn? Was machen wir denn? Angmauern Ja, Ithilien. genau. Angreifen und verteidigen weiß ich nicht genau. Also ihr greift Thomas ist für dein Ithilien Volk, ne? Was? an? Spiele ich halt kaum. Weiß ich nicht viel drüber. Soll aber sau stark sein. Ich weiß nicht. Ja, die Zauberer sind überpowered. Die muss man auf jeden Fall bauen. Ja, die habe ich mir letztens auch angeschaut, aber ich habe sie mal in der Schlacht probiert, also im Ringkrieg. Ja. Die waren so fail, ich glaube, ich habe alles falsch gemacht mit denen, was ich falsch Die machen können konnte. heilen und alles, ne? Ja, ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit der Heilung zum Beispiel. Ich meine, die ziehen ja Leben weg, aber heilen sie dann die Kämpfer, die neben den Zauberern stehen oder die im Feld stehen, wo ich zaubere? Das ist ein ganz kleines Ding, also ein Kreis eben, und die Ja. schickst, das klickst du auf die feindlichen Einheiten. Ja. Und dann heilt es alle im großen Umfeld, also das ist wirklich übertrieben, das heilt mindestens fünfmal so weit wie bei den Guten das Heilen. Wow. Ja gut, Und dann brauche ich mir da echt keine die Engel, Sorgen wo du das machen. reinsetzt, die sind dann vergiftet und werden dann zu Grabumholden, wenn sie sterben. Schick. Und dann kannst du eine komplette Armee aus Grabenholden erschaffen. Nur wenn sie zum Beispiel schön geengt sind,
Und dann haust du das Ding rein, dann sind es alles Grabumholde. Na, schön. Als wir immer gespielt haben, haben wir das verboten, weil das einfach zu krass war. Ja gut, dann müsstest aber Zwerge auch das Zeugs und das Zeugs. Also ich benutze ja selten, vielleicht komme ich auch gar nicht dazu. Ich meine, die kosten was, die sind teuer. Ja, da muss man hintacken. Halt, ne? Ja, ja, klar, wenn man es hat, wir werden es sehen, ich weiß es nicht. Muss man gucken. Ja, ich würde halt dann... Wir greifen Ithilien an und verteidigen Angmar. Oder? Genau, ja. Okay. Ich hätte gesagt, wir fangen einfach mit Ithilien an. Gut ist. Okay. Also ich würde da jetzt nicht anfangen, noch zu schauen, was man bauen darf und was nicht. Das ist immer so ein bisschen, naja. Ja, das, es ist im Spiel, also bleibt es mit drin, fertig. Eben. Ja. Ist halt so. Okay, dann machen wir Ithilien. Das heißt, der gute Hendrik würde anfangen, so wie ich das sehe. Ja. Und ich kann ja schon mal aufmachen. Dann darf der Sturmhart heute zuschauen. Jo, aber das haben wir geklärt. Das hat er ganz gechillt gesehen. War ich auch sehr froh drum. Ja, ja, ich bin in sowas immer ruhig. Das finde ich super. So, Ithilien. Du kannst spielen mit was du möchtest. Ich werde die Menschen nehmen. Menschen. Ja, ich könnte auch Orks nehmen, aber ich glaube ich. Also Mordor, aber ich nehme, ich glaube, ich nehme die Menschen. Ja, stimmt. Ach, macht Sinn. Ja. Ja, Mordor ist nicht schlecht, aber mit Mordor bin ich nicht so ganz gut, habe ich das Gefühl. Also das weiß ich nicht. Was nehme ich jetzt? Dann ist natürlich noch die Frage, will einer, also du jetzt in dem Fall, willst du für diese Schlacht Kriegspunkte ausgeben oder nicht? Ich werde keine nehmen. Also, nö. Nee, okay, muss noch nicht sein. Wird noch später irgendwann kommen. Jetzt kommen wir nämlich langsam dann in die Bereiche, wo es sich irgendwann mal lohnen könnte, was auszugeben. Ich denke, wir sparen die Kriegspunkte dann für Felix, der hat dann die besten Chancen. Ja, kann auch sein. Ja, wie, also das müsst ihr euch halt überlegen, ne, wie ihr das machen wollt. Wollt ihr das dafür, um schwächeren Spielern in Anführungszeichen, oder will ich jetzt nicht so sagen, klang jetzt kacke, sorry, aber... Ja doch, ich bin schwächer, also so, schwächer als Felix auf jeden Fall. So, von sowas dann, oder wollt ihr das für Festungskarten benutzen, oder um mir eine bestimmte Region wegzunehmen. So, also das ist das Schöne an diesen Punkten, die geben viele taktische Möglichkeiten innerhalb von diesem Ringkrieg. Von dem her, da müsst ihr echt gucken, was er macht. Ja, genau. Nee, aber wir... Halt nicht verschwenden, das ist halt... Ja, das tät wehtun. Aber nee, klar, wenn wir sagen beide, nö, wir wollen keine benutzen, dann ist das super. Dann bleibt alles, wie es ist. Halt gleiche Möglichkeiten. Ich bin genau. Mal wieder mit den Zwergen. Ach du große Güte. Ja, super Zwerge. Überhaupt nicht stark, nein. Ja, klar. Naja, Zwerge können auch schwach sein, wenn der Gegner irgendwie... Wenn er was kann, ja. Ich will keinen Tipp geben. Ja, gib mir den Tipp nach dem Spiel, okay? Okay, nee, dann sind wir bereit. Dann lege ich auch gleich wieder auf. Schalt noch um. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an, oder? Ajo. Gut, dann bis gleich. Viel Spaß. Ja, dir auch. Danke. So, umschalten nicht vergessen. Aufnahme läuft. Passt. So, und da schalte ich jetzt gleich um. Und dann geht's los. Schauen wir mal. Ja, hab umgeschalten, passt. Hat er jetzt abgebrochen? Nein. Okay. Zwerge. Was mache ich gegen Zwerge? Das ist so... Das Gute ist, Zwerge sind langsam. Das heißt, ich kann viel mit Bogenschützen machen. Er wird vermutlich mit Katapulten und Zeug spielen. Dein ist gefährlich. Ich habe allerdings gelesen, dass Eowyn sehr gut gegen Zwerge sein soll. Warum, weiß ich nicht, aber vielleicht komme ich dazu, es auszuprobieren. Mal schauen. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Jetzt bauen wir erstmal hier. Ich werde das hier nehmen. Das macht einfach am meisten Sinn. Genau. Ich spiele jetzt keinen Reiter, obwohl... gegen Zwerge... Zwerge haben nun mal das Problem, sie sind langsam. Reiter wäre perfekt. Reiter into Bogenschützen. Ich glaube, das spiele ich auch. Ja, ich glaube, ich spiele Reiter und dann gehe ich in Bogenschützen.
Schauen wir mal, wenn das nicht klappt, kann ich hier immer noch creepen, die Ork-Dinger rausnehmen. Die Trolle werden nicht funktionieren, aber mal sehen. Ich spiele jetzt einfach mal das Reiter-Opening. Wenn es klappt, cool, wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Ich darf nicht das nächste Gehöft bauen, das wäre ein tödlicher Fehler. Aber ich kann mich schon mal so positionieren, dass das dann passt. Gut. Also, die Stallungen recht weit vorne. Und dann schauen wir uns gleich an. Reiter, 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 Reiter. Komm schon, Geld, 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 Geld. Sehr schön. Sobald die fertig sind, reiße ich das Ding wieder ab und baue dann... Ja, ich glaube, ich baue dann Bogenschützen. Mit denen kann ich gut kiten. Das schaue ich mir dann an. Das sehen wir dann schon. So, hinten bauen wir besser. So. Und dann Bogenschützen. Na, der steht schon ein bisschen blöd. Die sehen leider nicht sehr weit. Aber jetzt schauen wir mal. Irgendwo hier müsste er sein. Oh, perfekt. Ah, das ist ja super. Oh oh. Mal sehen, ob ich die Mine vernichten kann. Ja, das müsste gehen. Das geht. Der hat sehr viele Axtschleuderer. Nein, du sollst doch... Oh. Haut's ab, haut's ab, haut's ab. Ich hoffe, die überleben das, weil dann kann ich hier einen Brunnen bauen. Ja, passt. Gut, das war schon mal gar kein schlechter Start. Was ich damit mache, wird man sehen. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich weiß noch nicht, das ist knifflig. Das ist wirklich knifflig. Der Brunnen ist halt jetzt wichtig, ne? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass er mit Axtschleudern anfängt. Aber klar, die sind natürlich schon... nicht schlecht. So. Kaserne. So. Ich muss sehr gut aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie ganz blöde Fehler mache. Sieht soweit aber ganz gut aus. Mann, bin ich aufgeregt. Das können wir einnehmen. So. Ich würde sagen, bisher schaut es ganz okay aus. Ob ich das gescheit mache hier, weiß ich aber nicht. So, die Höhlentrolle können wir uns schnappen. Das ist natürlich jetzt sehr teuer. Okay. Naja. Das ist auch ziemlich dämlich. Läuft noch nicht so toll. Okay, hier verliere ich. Und wie böse ich hier verliere. Das ist teuer. Und es ist vor allem eins unnötig. Ja. Inwiefern das gut war, soll mir mal einer erklären. Was macht denn der da? Formiert euch, Ritter! Dies Land gehört uns!
zusammen. Macht euch kampfbereit. Was sollen wir tun? Naja, gut, das ist noch nicht so schlimm. Das dürfen sie sich auch holen. Irgendwo ist das ja in Ordnung. Ups, leckt es jetzt gerade ein bisschen. Oh oh. Oder habe ich kein Internet mehr? Das wäre jetzt sehr schade. Oh je. Oh je. Nee, das sieht so aus, als hätte der Henny ein Problem. Ich gehe mal kurz raus. Bei mir schaut internettechnisch alles gut aus. Ich hoffe, er schafft es zurück. Ansonsten wüsste ich nicht, wie wir das machen können. Man kann ja nicht einfach speichern und Auto... Gibt's das? Autosave? Entangle ist noch drinnen. Den Fall hatte ich jetzt auch noch nicht. Es wäre... Oh. Das Problem ist halt, das jetzt neu zu machen. Ich habe halt jetzt Reiter gespielt, das kann ich nicht nochmal machen. Damit ist es eigentlich schon unfair. Wir haben einen unserer Feinde zerschmettert. Wir haben den Zustand verbessert. Unsere Truppen werden... Wie sah denn das aus? Rohstoffe hat er viele. Jetzt weiß ich nicht. Ja, ja, der ist nämlich jetzt rausgeflogen. Ja, theoretisch. Hallöchen. Hallo. Hallo? Schon vorbei, oder? Er hat die Internetverbindung verloren. Oh. Yep. Jetzt weiß ich nicht, wie es ausschaut. Was macht man da? Keine Ahnung. Weil... Fern-Internetverbindung. Weil dieses Autospeichern und so gibt's ja im Multiplayer nicht, ne? Nee. Das ist blöd. Es ist manchmal so bei unserem Internet. Es ist eigentlich ziemlich gut, das Internet, und manchmal crasht es halt kurz. Okay. Na ja, gut, können wir eigentlich bloß Nommel neu starten? Mhm. Ich kann halt jetzt nicht mehr normal das gleiche spielen, ne? Das funktioniert halt jetzt nicht. Das ist halt schon irgendwo... Ich meine, ich könnte vielleicht, aber... weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Wenn du jetzt schon weißt, wenn's kommt. Du spielst jetzt einfach mit Mordor. Ja, genau. Gegen Axtschleuderer, natürlich. Was macht man gegen die Viecher? Die sind übel stark. Ich könnte es dir sagen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen unfair jetzt. Weil die Reiter, die krepieren an den Dingern. Das ist ja nicht normal. Ja, das war halt ein Problem, da die Festung auch attackiert hat, da... Na gut, die habe ich nicht gesehen, die Reiter sehen ja nichts. Die sind ja blind. Theoretisch soll ich sagen oder nicht? Weiß nicht, ist deine Sache. Erstmal noch nicht. Also Axtschleuder kann man am besten mit Helden kontern. Na gut, die sind halt teuer. So. So, und der Pfarrer, ich weiß noch genau, wie mein Level 10 Pfarrer mir gegen dein Level 2 Brand den Kürzeren gezogen hat. Das war lustig. Ja, fand ja. Ich lustig. Ja, super, Helden, tolle Idee. Wieso soll denn die Eowyn jetzt noch kurz gut gegen Helden oder gegen Zwerge sein? Ja, habe ich irgendwo. Ich rede jetzt nicht von der Eowyn, ich rede hier vom Aragorn oder Gandalf. Ja, ja, nee, ich meinte. Nein, ja, nee, ich meinte insgesamt. Ich hab das im Internet gelesen, die Eowyn soll gut gegen Zwerge sein, aber ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich nur wegen dem Speerwurf. Okay. Aber der macht, gegen. König Deines ist zum Beispiel ein Witz. Ist wie ein Faramir-Schuss. Ha! Lol. Ja gut, nee, das ist das Geld nicht wert. Weil die bringt ja sonst auch nichts. Der einzige, der vielleicht gut ist gegen Zwerge, ist ein Boromir mit dem Horn. Der bringt aber nichts mehr, soweit ein König Dein auf dem Feld ist und Stufe 7 ist. Weil der König Dein hat dann nämlich eine Führerschaft Furchtresistenz. Ja, genau. Ja gut. Wir starten es jetzt einfach nochmal neu, wenn du es jetzt aber... Du hast bei mir ein Kreuz da in Tangle. Du bei mir auch. Dann müsst ihr nochmal Tangle neu starten. Okay. Sehr schön. Und das Spiel auch, ne? Ja. Alles nochmal neu, ja. Okay. Ja. Ja, nö, ist halt so.
Ich hoffe, es ist rechtzeitig zum Spiel nachher fertig. Nee, kannst ja nichts dafür. Aber wenn es jetzt nochmal passiert, werde ich dann wahrscheinlich sagen müssen, sorry, dann habt ihr die Schlacht irgendwo verloren, weil da kann ich dann auch nichts dafür. Ja, ja. Ich hoffe, normal sollte das auch nicht nochmal passieren. Nee, eigentlich nicht. Das ist so. Aber ich weiß es halt nicht. Ist ja jetzt auch das erste Mal, von dem her ist das kein Thema. Weil manchmal machen die bei der Internetleitung machen die da rum und dann haben wir teilweise kein Internet. Ja, kenne ich. Ist echt fies sowas. Und es könnte gerade passiert sein, also ist nicht ganz ausgeschlossen. Okay. Die machen das immer. Jetzt hat Geomongo bei mir Kurs. Ja, spielen Sie kostenlos Book of Ra und Faust Online im Quasar Gaming Casino. Spielen Sie kostenlos mit Ihrem ich Facebook. Ich muss ja nur zu Alex Verbindung haben, weil ich gegen den spiele. Ja, okay. So, Werbung ausmachen. Tschüss. Spiel neu starten. Ja. Genau. Gut, dann schauen wir mal. Zwerge können also unglaublich gut turteln. Das ist so schlimm. Ja. Wenn man keine Fehler macht, so wie ich. Ja, ich hab das Spiel total verkackt. Na, kommt vor. Aber Felix gewinnt ja auch gegen zwei Leute, also. Wenn er Zwerge hat. War letztens, ja. Ja. Okay, ja, klar. Weil der andere Alex hat halt keine Truppen gebaut. Doch, Grünländer. Lol. Nee, gegen Zwerge braucht man schon eine bessere. Also da muss man ordentlich ranklotzen. Das ist sehr schwierig. Sagt, wenn der ausgebildete Uruks gehabt hätte, als ich dich vernichtet habe und die Festung da gebaut hast, hätte der Uruks gehabt, ausgebildete, hätte ich richtig Probleme bekommen. Ja, der hätte vorher schon eine Armee zusammenstellen und während du mich angreifst, dich halt von hinten angreifen. Eben. Dann hättest du entweder zurückziehen müssen. Oder ich verliere meine Festung, du deine. Ja. Gut, ich bin dann wieder weg. Ja. Zweiter Versuch, viel Spaß. Ja, dir auch, wie eben. Gut, also, zweiter Versuch. Keine Ahnung, wie es jetzt ausschaut. Oder was ich machen soll. Ich könnte nochmal Dings spielen. Ritter, ne? Schauen, was wird. Und ich glaube, das mache ich auch einfach. Einfach nur mit Ritter. Ich probiere es einfach nochmal. Einfach nochmal strikt das Gleiche. Wenn er jetzt countert, ist das nicht so schlimm. Denn ich kann ihn rumstressen, kann dann auf Bogenschützen gehen. Das ist eigentlich sehr gut. Jetzt bauen wir erstmal zwei Gehöfte, ne? Und dann sehen wir weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich wieder Ritter bauen soll. Es geht schon. Die haben halt die Dinger nicht getötet, weil er hatte die Festung. Okay. Und dann den Scheiß. Sorry. Ist aber so. Er hatte halt diesen ganzen Kram. Diesen ganzen blöden Kram. So. Nee, ich probier's nochmal. Ist egal. Ja. Ich probiere es genauso nochmal. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Ich kann es ja auch nicht ändern, ne? Es ist, wie es ist. Ich will es halt probieren. Ich glaube, dass die Reiter sehr gut sind. Sie haben die Dinger halt nicht getötet, weil... Und das war so ein bisschen mein Problem, mein Fehler. Die waren auf defensiv... Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich krieg... Ah, man kriegt das ganze Geld zurück. Puh, das wäre jetzt ein Riesenfehler gewesen. Ja. Autsch, autsch, autsch. Aber es geht noch. So. Da bauen wir das hin, da bauen wir das hin. Soll ich wieder genau da gleich laufen? Oder anders? Ja, da ist ein Troll, das ist dämlich. Nee, wir laufen genau wie... Die waren halt auf defensiv gestellt, da machen sie nicht genug Schaden, um die Axttypen zu töten. Sonst wäre das schon gegangen. Muss man mal sehen, wie man das macht. So. So, jetzt durch, einfach einmal durch. Es muss ja nur einer überleben. So, das können wir schön zerstören. Ich sehe noch nichts.
Sieht doch gut aus. So. Das ist es. Und schon hat sich's gelohnt. Laufen, laufen, laufen. Ist alles gut. Weil die sind langsam. Die Phalanx ist saumäßig langsam. So. So machen wir das jetzt. Und schon habe ich. Schon hat sich's gelohnt. Die können jetzt hier die Orks töten. Super Sache. Ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Das brauche ich jetzt noch nicht. Die Orks muss ich töten. Dann werden die nämlich Stufe. Dann kriegen die nämlich ein Upgrade. Und das dürfte mir auch helfen. So. Also die werden dann Stufe 2. Und das ist dann auch sehr schön. So, hier ungefähr. Soll ich die Orks töten? Ja, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, wie das läuft. Hat er da einen Baumeister? Nein. So, und jetzt ist das Schöne, jetzt kann ich kiten. Kiten bis zum geht nicht mehr, wenn ich das richtig mache. Das ist halt die Frage, ich muss das jetzt richtig machen, ne? So. Aber da sollte es aber nicht lang. So. Die angreifen, ne, sind schon wieder... abgehauen. Volle Konzentration. Ruhig jetzt. Schwerter. Abstand halten. So, jetzt drauf schießen. Abhauen. Bereit machen, Bogenschützen. Wir haben viel zu tun. Der Feind sein. Ritter, der kann wir nicht bauen. Unsere Feuer an die Arbeit. Ja, irgendwo da musste ich doch bauen können. So, hier. Das ist jetzt doof. So. Die können da angreifen. Naja, so ein bisschen Schaden machen sie ja. Muss ich halt aufpassen, ne? So. Männer Gondor haben den Schießstand. Das Gebäude ist bereit. Wer braucht einen Baumeister? Ein guter Bauplatz. Feuer einstellen, Schwerter! Haltet die Augen offen. So, jetzt schießen. Wir werden angegriffen. So. Genauso muss man das machen. Immer schön hinterher. So, jetzt hat er die geheilt. Ist ja auch alles in Ordnung. Und wieder zurück. Und immer schön so weiter. Wir müssen einen besseren Ort finden. An die Arbeit! Formiert euch, Ritter! So. Rohstoffe werden knapp. Seid bereit! Dass halt gar nicht viel Land einnehmen kann. Das muss mein Ziel sein. Seid bereit! Wir kommen zu spät! Sie haben das Gebiet bereits besetzt. Vorwärts! Bögen! Bleibt wach, unsere Feinde! Sie sind hier! Das Gebäude hier wäre fertig! Oh nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Soldaten Gondors! Seid wach, so, die Axtschleuderer müssen weg. Axtschleuderer töten. Mal sehen, ob das klappt. Wir werden es gleich sehen. Die Reiterheilung, ganz wichtig, ganz schnell. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich kann hier tatsächlich noch mit Stallungen bauen. Noch mit irgendwo so ein Gehöft. So. Macht euch kampfbereit. Vernichtet sie.
Ich muss halt ein bisschen traden, ne? Das geht nicht anders. So, die sollten nach Möglichkeit nicht sterben. Das schaut doch gut aus. So. Aragorn, das Geld habe ich nämlich gerade. So. Schauen wir mal. Ah, da haut er ab, aber das ist gar nicht schlecht. Das hauen wir jetzt kaputt. Aragorn ist da. Reiter. Das ist natürlich sehr blöd. Da muss ich mich hier ein bisschen verteilen. Aber auch das ist in Ordnung, wenn er sowas macht. Das ist nämlich gar nicht blöd, ne? Das ist nicht doof. So. Die an den Brunnen hinstellen. Was geht hier ab? Sehr interessant. So. So, ein Turm wäre hier nicht schlecht. Da ist der Feind. Es tut sehr weh, was er da macht. Es tut wirklich weh. Gefällt mir auch gar nicht, wie das hier läuft. Aber ich kann es nicht ändern. So. Ja. So. Ich glaube, das scheint bisher ganz okay zu gehen. Ich weiß nicht, ob er da drüben was hat. So. Genau. Die können wir überreiten. Ah, da können wir gut drüber reiten. Oh, das gibt gut Geld. Ist egal, ob die Reiter jetzt hier ein bisschen Stress machen. Aber das passt so schon. So. Feuerpfeile kommen als nächstes. So. Oh, da ist ein Baumeister, der muss weg. Gut, 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 gut. Bin schon wieder viel zu schlecht, was mein Einheitenmanagement angeht. Aber naja. So. Der weiße Turm wird wieder erhalten. Wir werden nicht versagen. Wir schützen den weißen Turm. Kommt, Ritter, kommt! Gehen wir an die Ritter der weißen Stadt! Lass sie zurück! So. Ich glaube, das schaut doch ganz gut aus. Ah, da sind Leute drin. Sehr interessant. Ich
Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon auf die Festung gehen soll. GG. GG! Wir haben es geschafft! Menschen forever! Hat er noch Repair? Oder war es das? Ah, Reiter-Opening hat sich mal wieder bewährt. Sehr schön. Katapult zum Schlachtfeld. Tom, alter Bombardier. Huh, verteidigt. Nee, doch, ja. Huh, sehr schön. Ah, oh, das war ein sehr schönes Spiel. Halleluja. Und ja, da hab ich jetzt erkannt. Hallöchen. Hi. Da hab ich jetzt aber geschnauft. Ja. Das war ein schönes Spiel. Halleluja. Ich glaube, wenn die Internetverbindung nicht abgekackt wäre, ja. Ich hab. Nein! Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auf jeden Fall so gewonnen hätte, aber ich hätte schon den Dein gehabt und dann, ne? Ja, der Dein. Es wäre besser, ja. Ich hab im ersten Versuch nicht so viel Schaden gemacht mit den Reitern wie im zweiten. Das stimmt. Mhm. Der zweite Anlauf lief wesentlich besser. Für dich. Ja, für mich. Richtig. Ansichtssache. Stimmt, hast vollkommen recht. Aber ihr merkt das, ne? Diese blöden Streitwagen, die killen mich immer wieder. Was die an Schaden. Der war Bumm, Stufe 5. Aber habe ich null mit gerechnet. Null. Ich hätte viel aktiver mit meinen Reitern deine Schmiede scouten müssen. Habe ich nicht gemacht. Gut. Hat ja trotzdem gereicht. Durch die Sperre da. Ohne die Sperre hätte ich vielleicht ein Comeback geschafft, aber so halt unmöglich. Ja. Ja, es war schwierig. Du hast sehr viele Bogenschützen getötet. Aber am Ende, ja, das sind mit sich. Du hast zwar kein Bataillon getötet, aber sicher genug, dass es drei Bataillone wären von der Anzahl. Also du hast mit Sicherheit eine Menge also diese Fähigkeitspunkte bekommen. Eine ganze Menge. Doch, nicht? Nein, nur 9 Stück oder so. Wundert mich. Hätte mehr sein müssen. Das war ich mal, wo du deine Waldläufer zusammen. Ja, eben, hast, deswegen. Und so ähnlich war es hier auch, deswegen dachte ich, der müsste auch ein. Was für Fähigkeiten hattest du denn alles? Nur heilen? Ja. Das ist aber wenig. Wow. Also ich hatte heilen, das Horn. Ich hatte dadurch fast alle Fähigkeiten. Ja, genau. Du bist da bei mir einmal rein, bumm, alles tot. Pff. Na gut. Passiert. So schaut's bin aus. Ich bin auch nicht traurig. Richtig. Es war ja auch ein gutes Spiel. Es waren halt ein paar zu viele Axtschleuderer. Ja, also dann diese Halle der Krieger, das habe ich halt. Ja, das war Glücksfall, dass ich die noch bekommen habe. Tja. Der Nachteil an den. Ich habe mir am Anfang gedacht, als du mit dem Bogenschützen da drauf geschossen hast. Hä? Will der jetzt stundenlang darauf rumklopfen? Bevor ich nix mache, ja. Irgendwann musst du darauf reagieren. Irgendwann. Ja, richtig. Ja, aber bevor sie rumstehen und nichts machen, dann nerv ich dich da lieber so ein bisschen. Ja, bevor ich gar nichts mache. Das aber Ding war halt. Ich hätte lieber weiter hinten stehen gelassen, weil wenn ich noch früher beim Streitwagen gekommen wäre und dann wäre die Bataillon weg gewesen. Ja. Das Ding an den Axtschleudern ist halt wie an allen Zwergeinheiten, sie sind langsam und die Axtschleuderer haben nicht so viel Reichweite wie die Waldläufer. Und die Waldläufer, damit konnte ich sehr schön immer vor, zurück. Waldläufer halten, ich meine, die Axtschleuder halten halt nicht viel aus und haben eine geringe Wurfweite. Ja, sie halten okay aus. Der Schaden ist halt das, aber sie müssen in Reichweite kommen, sonst sind sie nutzlos. Wenn da mal die Axtschleuder in der Reichweite sind, um Ding zu töten und die Waldläufer, sind die Waldläufer weg. Ja, das habe ich ja gesehen. Die haben einmal geschossen, das halbe Bataillon war mit einem Schuss tot. Boom. Das ging recht schnell, ja. Naja, gut. Also ich nehme auch wieder auf. Also dann den super, ja. Hattest, das war dann halt da. Ja. Ja. Naja. Ist ja noch lange nicht alles verloren. Der Ringkrieg wird noch ein paar Monate gehen, schätze ich mal. Von dem her. Auf jeden Fall. Alles gut. Okay. Dann, wenn du bereit bist, lege ich wieder auf und dann sehen wir uns im Spiel. Okay.
Super, viel Spaß, viel Glück, viel Erfolg. Ja, dir auch. So, Aufnahme läuft noch. Sehr schön. Ich freue mich richtig, dass ich gegen Zwerge gewonnen habe, weil Zwerge sind sehr mächtig. Und da kommt schon wieder Zwerge. Ich weiß nicht, was ich mit Angmar gegen Zwerge machen soll. Keine Ahnung. Angmar ist. Pff, ich habe nicht mal eine Build-Order für Angmar. Ich habe gar nichts für Angmar. Ich könnte probieren, aber ob das so gut läuft. Ich denke mal, ich denke jetzt mal, dass ich früh auf Numenor Leute gehen werde. Sehr früh auf Numenor. Also Halle der Krieger, zwei Hallen der Krieger hochrüsten auf Numenor und dann auf Dingstechen. Auf die Zauberer. Ja. Also das wird mein Versuch sein. So, was nehmen wir denn? Die Unholde sind okay, die Orks. Eigentlich muss ich die Todesbrise nehmen, damit ich hier so durchgehen kann. Ja. Ich könnte auch auf Valhalla gehen. Allerdings ist Karsh, glaube ich, das Mittel der Wahl. Also ich werde wohl auf Karsh gehen. Und ja. Na komm. Das ist kein guter So. Auftakt. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. Gibt's hier irgendwie 72? Also Angmar ist eine sehr schwierige Map. Muss ich mal sagen. Die Zuchtmeister kostet so. Es gibt nur die. Gibt's. Nee. Nichts zum Spammen für mich. Wir werden es sehen, wie es läuft. Ich habe keine Ahnung. Jeruda-Orkschleuder habe ich auch gern. Die Frage ist, wie gut sind sie tatsächlich? Ne? Ich vermute mal, dass er mir gegenüber sitzt. Sicher sein kann ich mir da natürlich nicht. Da brauche ich auch nicht hingehen. Gehen wir mal dahin. Ja. Zuchtmeister. Na gut, wir werden sehen, wie es läuft. Ich kann es noch nicht abschätzen. Ich kann es nicht abschätzen. Ja, die Wolfsreiter wären nice, aber. Also Orks brauche ich gegen Dings, glaube ich, nicht bauen. Das erübrigt sich. Denke ich mal. Das dürfte sich erübrigen, ne? Na gut, dann machen wir jetzt ein Ork-Bataillon. Sonst kann ich hier nichts machen. Mit denen kann ich auch ein bisschen stressen und nerven. Allerdings denke ich, dass ich jetzt schon hochtechen werde, weil auf diesen Typen brauche ich nicht lang bleiben. Das macht keinen Sinn. So. Hier werde ich Wolfsreiter machen. Schauen wir mal, was wir damit hinkriegen. Ah, gehen wir vielleicht so rum. Nein, 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 nicht, nein, 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 nein. Haut's ab. Ah, ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Hört mir zu, ihr Magen! Wir haben ein Lager des Feindes entdeckt. Rennt alles nieder! Ihr macht, was euch gesagt wird. Unser neuer Na, Missklick. Nicht gut. Wir bauen sie erneut zurückwerfen. Wir werden siegen. Ah, der hat den. Okay. Ja, das war aber eigentlich klar, dass er den erwischt. Keine Widerrede, ihr Würmer. Hört mir zu, ihr Magen! Ich hätte ihn retten können mit der Fähigkeit, habe ich jetzt nicht gemacht. Selbst schuld, ne? Selbst schuld. Aber ich möchte früh auf Bogenschützen gehen, und zwar auf die guten Bogenschützen. Ah ja. Das ist gut. Oh! Das ist gut. Wenn ich den Baumeister töten kann, wäre das super. Und das werde ich jetzt auch probieren.
Also, ich gehe jetzt hier hin. Töte den Baumeister, der muss tot sein. Den lasse ich auch nicht entkommen. Oh. Jetzt bin ich aber hier eingekesselt. Das war kritisch, Mann. Das war äußerst kritisch. Das war wirklich kritisch. So, und abhauen. Schnell, schnell, schnell. So, dann nehmen wir die Schleuderer. Am Troll vorbei. Das gehört mir, das ist sehr schön. Ja, das Zeugs muss ich halt vernichten. Ne? Das sollte ich ihm nicht lange lassen. Wirklich nicht lange. Ich glaube, hier kann ich noch bauen. Wo? Ah ja. Das Blutvergießen hat begonnen. Wir marschieren zum Weitläufer bereit. Keinen Jodinen der Eisen. Ruhe, ihr Magen. Wir haben um. Oh, der hat da ja so einiges. Unsere Rohstoffe sind in Gefahr. So. Die zuerst töten, bitte. Ich befehlige die Leibeigenen. Nein, der Troll. Oh nee, ernsthaft. Das ist sehr bitter. Das ist wirklich bitter. Aber das hier schaut doch ganz gut aus. Ja. Es dürfte passen. Theoretisch. Die Waldläufer müssen halt überleben, ne? Das ist halt wichtig. Ja gut, der verliert hier unten natürlich einiges. Das ist mutig, was ich hier mache. So, diesen Tod. Oh, so knapp. Schauen wir mal. So. Ob das so läuft, wie ich mir das wünsche, weiß ich noch nicht. Aber ich werde das bald sehen. Ich werde als nächstes eine Schmiede bauen. Das ist nämlich ganz wichtig. Außerdem werde ich den Troll töten. Und den Troll will ich auch töten. Naja. Wisst ihr, was ich als nächstes hole mir? Ich hole mir jetzt das Geld, das ich brauche. Und hole mir einen Karsch. Weil der ist wirklich nützlich. Ich sollte hier auf Helden setzen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier wirklich... Wollt ihr wohl bitte... Genau. Das Gold sollte ich auf jeden Fall holen. Ach du Heilige. So.
So. Dunkelstahlschmiede. Ob die das schaffen, ist die Frage. Ja, genau. Jetzt kommt er nämlich mit den Dingern. Wusste ich's doch. Aber vielleicht kann ich das Ding hier noch zerstören. Mit ein bisschen Glück. Das ist nicht so gut. Na? Nett. Sehr nett. Gefrorenes Land ist auch sehr nützlich. Die sind tot. Okay. So. Schaffen wir das? Oder schaffen wir das nicht? Sieht gut aus. Wo ist denn der Karsch? Der ist wichtig. Wir müssen weg. Hier wird es jetzt gleich ein richtiges Gefecht geben. So. Mal sehen, was er jetzt macht. Ich bin sehr gespannt. Oh, die sind wichtig. Die müssen... Das war natürlich jetzt Bombe. Vor allem, weil der mit Seelenkälte so viel Schaden machen wird. Schaut euch das an. Oh, da tut alles weh. Oh, das tut so weh. Oh, das ist ja so Imba. Ach du Kack. Aua. Oh. Wow. Autsch. Einfach nur Autsch. Hat er dann König Dein? Ah, der hat da so einiges. Der Karsch muss weg, der stirbt mir nämlich hier. Ich glaube, da muss ich mich nochmal zurückziehen. Ja. Vielleicht sollte ich so eine Trollschleuder bauen. Ich könnte da drüben noch bauen. So. Schauen wir mal, ob und wie hier was geht. Ich weiß es noch nicht. So, die hat's zerbröselt. Der läuft, aber der entkommt mir nicht, oder? Huh, das war knapp. Ja, ist mir doch entkommen. Weiß noch nicht, wie das so läuft, ob das gut ist oder nicht, keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich schlecht. Da habe ich nicht aufgepasst.
Naja. Ja, warum kannst du sie nicht selbst fällen? Spätestens jetzt wird's dann bald knifflig. Würde ich zumindest vermuten. Ja, das sollen sie auch. So, der Karsch geht da jetzt rein. Lockt hier so ein bisschen rum. Du. Karsch ist tot, dein ist tot. Passt eigentlich für mich. Den belebt man dann wieder. Ich glaube, das passt soweit. Zumindest ist es meine Ansicht. Ich könnte auch komplett falsch liegen. Aber generell doch. Schauen wir mal, ob wir die Festung bekommen. Schieß doch! Wieso laufen die so blöd? Das täte mich mal interessieren. Ne, ich glaube, das haben wir jetzt. Nochmal das Eisland. Ah, sehr interessant. Und die Festung müsste jetzt weg sein, außer er hat noch einmal reparieren. Hat er aber nicht. Ach, da ist ja gar nichts. Upsi. Ich glaube, ich hab's geschafft. Zweimal Zwerge zu besiegen. Das war knifflig. Das war äußerst knifflig. Noch kann Karsch halt nicht blinken, ne? Der kann nicht sich teleportieren, das geht halt noch nicht. Okay. Die gehen so lang, die gehen so lang. Und die gehen so lang. Und die gehen so lang. Und eigentlich müsste es das jetzt dann gewesen sein. Zumindest glaube ich das. Ja, das war's. Ah, der hat noch so ein bisschen was, ne? Aber irgendwann ist dann auch Schluss. Und das ganz ohne die Hexenmeister. Auf die konnte ich nicht techen. Ich habe es nicht mehr geschafft, geldtechnisch mir die irgendwie zu holen. Jetzt hauen wir nochmal alles raus, was geht. Aber ich glaube, das war's jetzt. Ja. Puh! Schön. Schön.
Eine sehr interessante Karte, muss ich sagen. Eine sehr interessante Karte. Anspruchsvoll? Nicht, also es ist keine einfache Karte, aber doch schön. Man muss sehr genau achten, wo man wie hingeht. Aber ich fand das cool, ich konnte so oben angreifen, dann unten rum, dann wieder oben, dann ganz links, dann da runter. Das gibt eine Menge Möglichkeiten, also mir hat es sehr gut gefallen. Boah, 1,0 gegen 0,91, so viel Unterschied war da nicht. Wenn wir jetzt schauen, errichtete Gebäude war auch sehr ähnlich. Verlorene Gebäude, ja gut. Zerstört, ja, ist klar. Erstellte Einheiten habe ich ein bisschen mehr. Tatsächlich hat er auch nur ganz wenig was gefallen. Wo sind vernichtet? Ja, da auch einiges. Also das war ziemlich ausgeglichen. Nur das Einkommen. Ich hatte halt doppelt so viel Einkommen wie er fast. Das zahlt sich dann aus. Anders kann man die Zwerge auch, glaube ich, gar nicht besiegen. Ist sehr schwer. Gebäude ähnlich. Einheiten, da habe ich mehr investiert. Auch hier Rohstoff in Helden, ja, zweimal Karsch. Dein war gut, aber der hält so viel aus. Strategische Fähigkeiten waren meine nicht so gut, dafür taktisch. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich habe ja fast nur gespammt, das kann nicht, das ist keine Strategie. Ne? Spielzeit bis zur Rekrutierung des ersten Helden, ja. Okay. Dann sind wir damit fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht oben rechts i abstimmen. Rechts oder links, irgendwo oben rechts. Ups. Abstimmen, wo als nächstes gekämpft werden soll. Wenn ihr mitmachen wollt, braucht ihr nur das Spiel und Tangle. Wir spielen jetzt auf Tangle Hamachi. Mäh. Und anmelden, alle Links in der Beschreibung. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.